Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir mal wieder was für die Xbox One bzw. Xbox Series X aus. Spiele könnt ihr ja auch auf der Xbox Series X spielen, steht da immer vorne drauf. Series X, Xbox One ist dann so ein Double Feature sozusagen. In der eins von diesen Systemen könnt ihr es da oder daraus spielen. Ja, die Spiele habe ich mir vor einiger Zeit in Saturn-Aktionen gekauft, oder die waren halt günstig, habe sie mir mal mitgenommen. Und ich dachte mir, ey, pack die doch mal aus, weil ist doch schade drum. Ich habe die meisten Spiele aber schon auf der PS4 gespielt und deswegen hatte ich jetzt nicht so das Verlangen dazu, aber ich wollte die auch für die Sammlung haben. Und ich würde sagen, genug geredet. Falls euch aber ein Spiel interessieren sollte, verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung einen Trailer. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Spiel. Und das ist Samurai Shadow oder Showdown. In dieser Special Edition gab es so nur für die Xbox One Series X. Für die PS4 gab es halt diese Standardfassung für die Switch. Habe ich auch in der Sammlung, habe ich auf der PS4 gerne gespielt. Hat so einen Street Fighter-Grafik-Look. Und das Kampfsystem ist richtig cool gemacht, wie ich finde. Wie je nachdem du dein Schwert hältst, musst du das dann anders halten als der andere Gegner gegenüber. Richtig cool gemacht. Also finde diese Neuauflage von diesem Spiel richtig cool. Hat mir echt gut gefallen. Und kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr so Prügelspiele mögt. Guckt euch mal den Trailer an. Und hier haben wir dann halt noch den Season Pass und DLC steht hier drauf. Ja, optimiert für die Xbox Series X. Online gibt es 2 bis 10 Spieler. Offline auch 1 bis 2 Spieler. Text haben wir hier Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Mexikanisch, Portugiesisch, Japanisch. Und ja, gucken wir noch mal rein. Wie gesagt, auf der Xbox One habe ich es jetzt noch selber nicht gespielt in dieser Edition. Aber auf der Switch ein bisschen, auf der PS4 ein bisschen mehr. Und ich finde das, wie gesagt, richtig cool. Ist nicht nur einfach draufhauen, kann ich euch empfehlen. So, da haben wir einmal die Disc. Und dann, ja, leider nur als Papier, nichts auf Disc. Einmal DLC-Charaktere und einmal Season Pass 1. Aber wenn ihr es noch nicht für die Xbox One Series X habt und ihr habt das Spiel auch allgemein noch nicht auf den anderen Konsolen, kann ich euch das nur empfehlen, wenn ihr Prügelspiele mögt. Ist auch, glaube ich, vom Preis gefallen. Es hat lange Zeit 58 €, 59 € gekostet. Bekommt ihr, glaube ich, jetzt so um die 30 €. Guckt mal bei Amazon. Macht auf jeden Fall Spaß. Dann habe ich mir endlich mal Call of Duty Black Ops Cold War gekauft. Jetzt bald kommt ja schon der neue Teil, aber es war mir einfach zu teuer, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bezahle nicht 80, 85 € für ein Call of Duty. Und klar, wenn ihr das spielt online gerne, macht es vielleicht Spaß, habt ihr Langzeitmotivation, aber ich will eigentlich schon den Story-Modus spielen. Und deswegen war ich nicht bereit, das zu bezahlen. Jetzt habe ich diese Aktion mitgenommen, umsonst. Auch hier Xbox Series X plus Xbox One komplett auf Deutsch. Und soll ja eine der besten Call of Duty Stories haben. Erfordert natürlich Download-Inhalt. Das Blöde ist, glaube ich, wieder wie bei dem Teil davor. Du musst alles immer runterladen. Sonst kannst du nicht spielen. Diese ganzen Multiplayer-Sachen dann, das hat mich schon bei den Vorgängern gestört. Dass man das nicht separat ja, entscheiden kann. Multiplayer-Sachen möchte ich nicht, möchte nur den Story-Modus runterladen. Beziehungsweise freischalten. Aber das soll ja, wie gesagt, sehr gut sein. Bin ich gespannt drauf. Werde ich wahrscheinlich wieder viel von meiner Xbox-Platte runterschmeißen müssen, weil das letzte Call of Duty hat so viel Platz gefressen. Auch hier alles wieder. Multiplayer-Zombie-Modus gibt es auch. Kampagne, das interessiert mich am meisten. Ja, optimiert für die Xbox Series X. Gucken wir mal rein. Das ist diese Warzone, die viele gerne spielen. Habe ich bei Rocket Beans geguckt. Sieht doch cool aus, macht auch bestimmt eine Menge Spaß, aber ich habe so wenig Freizeit und da spiele ich lieber Story-Spiele. Wie seht ihr das? Spielt ihr lieber online oder spielt ihr Kampagnen? Ich spiele lieber Kampagnen. Es gibt ja einige YouTuber, die lieber Kampagnen spielen. Raketenjanse zum Beispiel spielt lieber auch eher Kampagne. Dann haben wir hier Nier Replicant. Das habe ich mir in der Collector für die PlayStation 4 geholt und gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich kann euch aber jetzt nicht sagen, gefällt mir das besser als das Original für die PS3 und Xbox 360. Da kann ich mich nicht entscheiden. Vom Gameplay ist es natürlich alles ein bisschen feiner und schöner. Aber ich weiß nicht. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Spiel und kann ich euch auch nur empfehlen. Bekommt ihr, glaube ich, jetzt auch im Moment so zwischen 35 und 40 €. Also wenn es noch nicht habt, PS4, Xbox One, Series X zugreifen. Tolles Spiel. Wobei ich muss sagen, Nier finde ich, glaube ich, doch ein bisschen besser. So, gucken wir mal rein. Dann haben wir die Spiele des. Ja, ein Wendecover. Welches findet ihr schöner? Das oder das? Natürlich, ich finde das hier schöner. Das finde ich schöner. Können wir gerne in den Kommentaren schreiben, welches ihr schöner findet. Da könnt ihr gerne einlösen. So, ja, bei der Xbox ist es immer andersrum.
Dann haben wir hier die gute alte Hexe und Vanquished in der Launch Edition von Platinum Games. Ja, die habe ich mir für 20 Euro mal bei Amazon gekauft. Hier ist Bayonetta 1 drauf und Vanquish. Und Vanquish liebe ich. Bayonetta 1 finde ich auch sehr cool. Habe ich ja auch letztens auch ein Video gesagt, bei meinem PlayStation 4 Collection Video, dass ich das auch habe. Und ich habe das Original für PS3 und Xbox 360. Und ja, richtig coole Spiele. Kosten nicht viel. Sehen schön aus. Kauft sie euch. Also diese Edition ist wirklich schön. Egal ob jetzt für PlayStation 4 oder Xbox One. Kann ich euch nur empfehlen. Gibt es für beide Systeme. Und hier ist auch noch ein schönes Steelbook dabei. Was jetzt auch noch in Folie ist, kenne ich gar nicht so. Oder ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Aber es ist echt ein cooles Spiel. Und bei der Nintendo Direct hat mir das neue Kirby auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Dieses 3D-Kirby und dieses Strategiespiel, das habe ich mir auch schon vorbestellt. Ich weiß gerade den Titel nicht. Aber viele waren irgendwie nicht begeistert von Bayonetta 3. Klar, die Grafik war jetzt nicht so mega geil, aber ich fand es trotzdem irgendwie geil. Und freue ich mich auch sehr drauf. Na, komm raus, da haben wir ein Steelbook, so sieht das Inlay aus. Eine Rückseite, einmal so, einmal so. Ja, und falls ihr das Spiel nicht auf irgendeiner alten Konsole habt, oder Bayonetta auf der Wii U oder Switch, kann ich euch diese Fassung nur empfehlen für die Xbox One und PlayStation 4 bzw. Xbox Series X. Sind tolle Spiele, gerade Vanquish finde ich mega geil, kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir hier Resident Evil Village. Ja, was sage ich dazu? Also ich finde das Spiel schon gut, aber viele sagen, es ist das beste Resi und ich weiß, also ich finde das Spiel gut, aber ich finde, das ist überhyped. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Geschichte finde ich auch gut, gerade das Ende fand ich spannend, aber ich weiß nicht. Die Grafik ist auch schön, ja, ich habe das in der Collector Edition für die PS4 gekauft, aber ist das beste Resi? Ne, niemals. Also ich weiß, vielleicht liegt das daran, weil ich aus der Schule bin, die alten Teile kenne. Ich finde es ein gutes Resi, aber es wäre auch nicht bei mir Platz 1 dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte es für die Xbox One und Series X in der Sammlung haben. Ich habe ja noch leider keine Series X. Ich hoffe, ich kriege irgendwann mal die Konsolen für einen normalen Preis im Geschäft. Aber dann halt für die One und mal gucken, wann ich das für der One spielen werde. Oh, jetzt habe ich den Code gesehen. Ach, das ist eh nur der blöde Multiplayer-Modus. Ja, könnt ihr einlösen. Schenke ich euch. Ja, wie findet ihr denn Resident Evil? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das letzte Spiel, was da in diesem Pack ist, da kann ich gar nicht mehr sagen, war es in der 342, sondern habe es gekauft, ist Air Combat 7. Das habe ich mir damals auch in dieser Collector für die PlayStation 4 geholt. Und jetzt nochmal für die Xbox One. Ich liebe die Ace Combat 3. Ich habe leider nicht alle Teile, muss ich sagen. Mir fehlt noch der zweite Teil für die PlayStation 1. Ein Game Boy Advance Teil. Und dann habe ich alle und ja, ich mag die Dogfights und auch eigentlich immer die Story, auch wenn es immer so immer Krieg gegen diese Nation sind super Geheimflugzeug und sowas ist. Bei der Namco-Punkte. Das Spiel hat mir auch sehr gut gefallen in Dogfights, aber die Story, die war leider kacke, muss ich ehrlich sagen. Hier haben wir dann Audio, Englisch, Japanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Polnisch. Untertitel waren das, glaube ich, auch. Ne, Untertitel sind das und ja, die Story ist ein bisschen, weiß nicht, du spielst ja jemanden der, mit einer Kuh, die im Gefängnis war irgendwie, ihr seid alles Flüchtlinge oder sowas, Gefangene, Entschuldigung, und müsst euch da für die kämpfen und ihr werdet wie Scheiße behandelt und dann, irgendwie, ich weiß, die Story hat mir gar nicht gefallen. Aber die Dogfights dagegen, die waren sehr geil und falls ihr eine PS4 habt und VR, dann könnt ihr da auch noch Bonusmissionen machen, aber für Xbox wollte ich das auch noch in der Sammlung haben und das waren jetzt meine 6 Spiele. Schreibt mir gerne wie immer zu jedem Spiel, was ihr wollt. Also, falls ihr es kacke findet, gut findet, schreibt es mir gerne in den Kommentar. Ansonsten bedanke ich mich an jeden einzelnen bei euch, die sich Zeit für dieses Video genommen haben. Für ein Like und Kommentar würde ich euch ja sehr dankbar sein. Und sollte euch ein Spiel interessieren, zu jedem Spiel verlinke ich euch, wie gesagt, unten in dem Video schon einen Trailer. Könnt ihr euch gerne zum Bild machen. Und das war's dann von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, je nachdem auch Wochenende. Bis bald, euer Galvi. Ciao.